In dem ersten Brief an die Korinther, Kapitel 2, Vers 9, schrieb der Apostel Paulus Folgendes: Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherzen gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Für alle Wiedergeborenen, in Jesus Blut gereinigten Menschen hat Gott, der Vater, eine unbeschreibliche, herrliche Zukunft in Voraussicht. Wir dürfen einziehen in das neue Jerusalem, eine prächtige Stadt von Gold erbaut, gegründet auf 12 Edelsteinen und 12 Tore von je einer Perle, Straßen von lauterem Gold, wie durchscheinend Glas. Sie hat keine Sonne oder Mond nötig, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Weiter wird uns geschrieben in der Offenbarung von Johannes, dass Gott selbst die Tränen abwischen wird, denn in dieser Stadt gibt es kein Leid, noch Schmerz oder Geschrei. Selbst den Tod kann man dort nicht finden. Hast du auch Interesse bekommen, in diese Stadt zu gelangen? Die einzige Möglichkeit besteht darin, dass du zu Jesus gehst und du ihm deine Sünden reuevoll bekennst. Er wird die Banden von Satan zerbrechen, welche dich gefangen halten, und dich mit seinem Blut reinigen, so dass du aufgenommen wirst in der Familie von Gott. Nur er kann die schmutzigen, befleckten Kleider wegnehmen und dich einkleiden mit dem Mantel der Gerechtigkeit. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, du siehst gerade den Zuhörer dieser Kurzbotschaft, ob er zu der Familie Gottes gehört. Wenn nicht, wirke durch den Heiligen Geist ein Verlangen in diesem Herzen, um auch als Sohn oder Tochter angenommen zu werden, um mit vielen anderen die herrliche Stadt zu teilen in der Gegenwart Gottes. Gehe mit uns auch in dieser Woche und ich danke dir für den Segen. Amen.